4 Millionen Iraker leben über die ganze Welt verstreut. Auch der Filmemacher Samir. In einem Film über seine Familie erzählt er das ganze Drama seines Landes. Familientreffen auf der Berlinale. Nach vielen Jahren. Die Diktatur und die Kriege vertrieben sie aus ihrer Heimat Irak. Nun bringt Regisseur Samir alle wieder zusammen mit seiner Dokumentation Iraqi Odyssey. Dieser Film versucht, die Menschen aus dem Nahen Osten von einer anderen Seite zu zeigen. Das ist eine typisch irakische Familie. Total spannende Geschichte von der eigenen Familie. Wir sind über die ganze Welt verteilt. Spurensuche nach einer Familie, die seit 50 Jahren im Exil lebt. Es ist das Schicksal von 4 Millionen Irakern, auf das der Film aufmerksam macht. Regisseur Samir floh selbst als Kind in die Schweiz. Dieser Film zeigt, wie man in einer modernen Welt leben kann und trotzdem seine Wurzeln nicht vergisst. Die Suche nach den Wurzeln beginnt in den 50ern, kurz vor dem Sturz des Königs, als der Irak unabhängige Republik wurde. Als ich geboren wurde, war die Welt noch in Ordnung. Kurz darauf brach die Revolution aus. Es war eine aufregende Zeit. Das Land blühte auf. Das lag am Geld, das langsam aus dem Ölgeschäft ins Land floss. Alle waren glücklich. Ich war als Kind in einem Irak, den es jetzt nicht mehr so gibt. Und als mein Onkel in Deutschland starb, wusste ich, jetzt musst du dich beeilen. Jetzt gibt es keine Zeit mehr. Um diese Generation zu würdigen, das ist jetzt der letzte Moment. Sonst gibt es niemanden mehr zu honorieren. Ja? Dafür reiste Samir 3 Jahre um die Welt, suchte Verwandte und ihre Geschichten, stellte Fragen, die ihn schon lange umtrieben, auf die es im Irak keine Antwort gab. Diese Kriege der Amerikaner haben dazu geführt, dass es keinen Staat mehr gibt und keine Strukturen, nicht mal die Strukturen der nationalen Erinnerung. Der Film spielt mit Erinnerungen, Legenden, Assoziationen. Erinnerst du dich an die Frau von Odysseus? Sie hatte jede Menge Verehrer, die sie heiraten wollten. Ein Puzzle aus Zitaten und Metaphern in 3D. Diese Frau ist der Irak und sie hat sich mit Amerika verheiratet. Der Irak und der Westen. Die Dokumentation zeigt, wie sehr das ölreiche Land seit einem Jahrhundert unter den Interessen ausländischer Mächte leidet. Vom Irak kennen wir nur noch Bilder des Terrors. Filmemacher Samir möchte dem Publikum die Möglichkeit geben, einen anderen Blick auf seine Heimat zu werfen und auf das Dilemma der Iraker im Exil. Wie soll ich zurückkehren? So wie die Situation ist, wie kann ich zurückkehren? Alle Frauen tragen eine Abaya und dazu noch ein Kopftuch. Die Arme müssen bis hier bedeckt sein. Ich weiß nicht, wie sie das aushalten. Ich will an den Veränderungen drüben teilhaben. Was mache ich hier? Geh zurück und bleibe dort. In den Zeiten von Terror und Extremismus erinnert dieser Film an einen anderen Irak. Für Samir eine Form des Widerstands. Diese alten Zeiten wieder zu rekonstruieren, wo es möglich war, mit den Christen, mit den Jesiden, Sunniten und Schiiten, niemand fragte nach der Religion, ist eine Waffe gegen diese reaktionären Idioten. Bald werden Samirs Angehörige wieder in alle Himmelsrichtungen auseinandergehen. Eine typisch irakische Familie. Ob sie zur Filmpremiere nach Bagdad kommen können, ist ungewiss. Mit der Aufführung in Berlin startet Samir auch ein multimediales Projekt, das die Geschichte von Irakern in der Diaspora sammelt. Mosaiksteine für ein kollektives Gedächtnis, für die Hoffnung auf einen liberalen und friedlichen Irak.